Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge hier in The Search 2. Gideon's Rock, dieses schöne, grüne, natürliche Gebiet, ist abgegrast. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Sache, schrägstrich anderthalb Sachen. Zum einen müssen wir noch diese Statuengegner so ein kleines bisschen farmen, um die Quest zu erfüllen, weil ja der Barkeeper das Rüstungsset haben möchte. Und zum zweiten haben wir Kitty Catty aufgescheucht und das ist hier in dieses Loch geflohen. Und da wartet dann der Bosskampf in diesem Gebiet. Und ich kann mich noch sehr gut an diesen Bosskampf erinnern. Der ist ziemlich heftig. Kann sein, dass wir eine Weile hier beschäftigt sind. Ich hoffe nicht. Das ist echt schon ein Mistbiest. Aber vorher lieber dann mal... Oh, ich muss erstmal kurz gucken, was ich überhaupt brauche. Ich habe das nicht mehr im Kopf. Inventar. Dann haben wir hier das... Also Arm haben wir, Körper haben wir. Wir brauchen Kopf und Beine. Nicht leichter als das. Der Laser, da müssen wir immer hinter den Baum. Oh, der strahlt ziemlich lange, stimmt. So. Bonk. Yes, so. Das können wir jetzt eigentlich bei dem immer machen, statt jetzt hier durch die Gegend zu latschen. Können wir einfach jetzt hoch resetten und wieder zu ihm zurück. Das ist einfach unkompliziert. Auch wenn es ein bisschen langweiliger anzuschauen ist, das tut mir sehr leid. Bevor wir uns jetzt hier wieder in die Gegend begeben. Oh, kann ich aufleveln? Ich kann aufleveln. Sehr schön. Das können wir doch gleich mal nutzen, um in Ausdauer zu investieren. Ich glaube, dass ich das gleich ziemlich gut brauchen werde. Und ich habe 5 Leistungs... Oder halt 5 Leistungspunkte noch übrig. Da kann ich doch gleich mal gucken, ob ich da vielleicht noch sinnvoll irgendwelche Implantate platzieren könnte, die mir helfen. Wobei die zum Teil richtig teuer sind. Oh, da gab es doch eins, das mich gegen Nanotechnologie schützt. Und der Boss, der führt es doch aus. Oder hat es Intus. Erhöht die maximale Anzahl an Omnizellen. Erhöht die Kernleistung. Gehen wir mal von oben. Oh, war das das hier? Erhöht den Schaden bei organischen Humanoiden. Nein. Verstärkt die allmähliche Heilung, wenn ich neben einem Haufen meines Todes liege, stehe. Drohnenschaden. Verringert die Akkumulation von Gifteffekten. Verlängert die Lebenszeit eines Akkus. Könnte ich eh nicht. Erhöht die Verteidigung und Stabilität beim Aufladen eines Angriffs. Nein. Erhöht alle Elementarschäden beim Feind. Erhöht die Menge an Energie. Verfall von... Die kann ich alle nicht. Die sind alle viel zu stark da oben. Aber das hier. Erhöht den Schaden bei robotischen Feinden. Minus 20 bei Mensch. Wow. Minus 20 bei Nano. Das hilft mir jetzt auch nicht. Erhöht den Schaden bei Naniten. Schwierige Entscheidung. Injektion, die mithilfe eines Injektion, nein, die Injektion, damit arbeite ich nicht tatsächlich. Das ist nicht so mein Spielstil. Zwischen den Injektionen hin und her zu wechseln. Insofern. Verteidigung, Stabilität. Nehmen wir das mit dem Akku. Gut. Nochmal. Diesmal noch das Bein. Und dann schauen wir mal, ob ich noch mehr farmen muss oder ob die Blaupausen mit den Teilen, die ich gesammelt habe, reichen. Oder ob ich jeweils nochmal einen Körperteil abschlagen muss. Das ist relativ easy jetzt, wo sie... stehend oder halt im Boden festhängen. Einfach hinter dem Baum bleiben und warten. Das ist auch deswegen so eine gute Position wegen dieses Baums. Auch. Do something. Oh, ja. Gut, dass es so ein massiver Baum ist. Ich bin nur immer zu gierig.
zwei Schläge statt drei, dann kriege ich auch keine gewischt. Weil das tut ganz schön weh, wie ihr bestimmt gesehen habt. Gut. Dann gehen wir mal schauen, ob wir damit jetzt bauen können. Das ist ein cooler Hub hier, der gefällt mir sehr, sehr gut. Überhaupt Gideon's Rock ist echt ein toller Level, finde ich echt. Also. Ah, ich brauche die ja zweimal, stimmt. Also nochmal Arm und nochmal Bein. Wir haben ja vier Gliedmaßen. Ich vergesse das immer, dass man Arme und Beine zweimal braucht. Sonst wäre das ein ziemlich einseitiger Kampf. Okay, nochmal. Ist eigentlich das andere Bein irgendwie sinnvoller zu bekämpfen? Nee. Nee. Ich kann jetzt nur gerade das richtige Bein nicht markieren. Da nehmen wir uns erstmal den Arm vor. Laser, danke. Da gab es noch einen Tickle. Der steht aber auch in so einem Nanitennebel, der auch weh tut auf Dauer. Das sieht man unten, wie dieser Balken sich füllt. Ja, das ist halt auch ein Teil von The Search, ne? Dieses Farming von bestimmten Rüstungsteilen und Waffen. Ihr habt mir auch durchaus geschrieben, dass das da zum Teil sehr viel Zeit kostet, wenn man gewissenhaft da sich das, die ganzen Sets zusammensparen möchte. Gerade bei so tanky Gegnern wie diesen hier. Dankeschön für nix. Oder? Ich habe jetzt gerade nicht drauf geguckt, was ich eingesammelt habe, aber ich glaube nicht, dass da jetzt ein Armteil dabei war. Ich schau mal. Herstellen. Doch. Ein Arm und sogar ein Bein. Also das Set ist komplett. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich vielleicht Level 5. War das... Wenn ich jetzt nochmal, ich habe das System immer noch nicht so ganz kapiert, wenn ich jetzt nochmal so einen Arm von diesem Level 5 Gegner wie dieser Statue abschlage, müsste ich eigentlich meine Waffe hier nochmal upgraden können. Das wäre eine schöne Vorbereitung für den Boss. Ernsthaft. Weil der ist echt eine Hausnummer. Ich wiederhole mich da gerne. Ich brauche den rechten Arm. Da ist die Waffe dran. Drei Schläge gehen schon, aber das ist echt super risky. Ich lasse es. Das ist mir echt zu riskant. Dauert jetzt zwar länger, aber... Komm, schieß. Danke. So,
Genau so wollte ich das haben. Jetzt habe ich auch die Waffe. Mal sehen, was die taugt. Die könnte eventuell ein guter Ersatz sein. Ach, da muss ich ja ins Inventar. So. Oh, schaut mal. Energiegewinn geht zwar runter. Der Ausdauerverbrauch ist aber besser. Angriffsgeschwindigkeit geht ein bisschen runter. Angriffskraft. Mal schauen, was passieren würde, wenn ich sie upgrade, wenn das geht. Upgrade geht gar nicht. Nee, das ist also eine andere... ein anderes Mark, anderer Level. Oder mir fehlt das Teil. Ich mache jetzt noch einmal einen Arm abschlagen. Jeder von euch, der das Search 2 in- und auswendig kennt, und davon gibt es ja einige, habe ich schon in den Kommentaren gelesen, werdet jetzt wahrscheinlich den Kopf schütteln. Sag mal, Daniel, wieso kapierst du das nicht? Au. So, langsam fühle ich mich etwas sicherer mit 3 Schlägen. Au. Ich darf nur nicht zu nah in den Nanonebel. Schieß. Ah, guck. Steckspiel. So, eine Runde noch. Hoffentlich. Kidding me? Nichts einzusammeln? Kann das auch passieren? Habe ich schon vermutet, ich werde jetzt eine Weile lang beim Boss hängen, aber dass ich jetzt schon noch eine Weile lang hier beim Farming rumhänge. Das sind alles Sets, die mich überhaupt nicht interessieren. Da haben wir ja schon geschaut, dass diese passiven Boni oder Set-Boni, die es gibt, da nur so mittelspannend sind für mich. Aber dann kann ich das Tech-Strap auch durchaus in nochmal vielleicht 1-2 Level-Ups, ja eher einen halben Level-Up investieren. Au. Und so langsam muss ich meine Heilungsaufladungen mal auf Vordermann bringen. Als Vorbereitung für den Boss. Gut aus, 4 sind voll. Kann ich hier mal wieder eine opfern, mich wieder aufladen. Leben gleich auch optimiert. Wenn ich mich jetzt nicht mehr treffen lasse. Volle Leben, 4 Aufladungen, passt. Ich schlag den immer zuerst kaputt, bevor ich ihm die Waffe abnehmen kann. Ich bin etwas irritiert.
Nun. Investieren wir das Tech Scrap. Investieren wir in einen Level Up. Haben wir nicht. Gut. Dann lagere ich das Zeug mal. Wir haben da 7800 gelagert. Ich brauche 10.200. Okay. Das müsst ihr mir noch gönnen, dass ich jetzt hier nochmal, ich glaube, einmal, vielleicht zweimal so ein Ding platt mache. Ich könnte auch nochmal jetzt versuchen, den Kopf abzuschlagen. Für Implantat-Upgrades. Ja, ich glaube, ich muss immer weiter auf die Armseite gehen, damit ich die gescheit treffe. Die habe ich jetzt wahrscheinlich einfach nicht gut getroffen. Jawohl. Gut. Dann jetzt nochmal ein Versuch mit dem Arm. Das wird jetzt ein bisschen kniffliger, wenn ich auf der Seite bin, wo ich mich nicht schützen kann durch den Baum. Tech-Scrap, jawohl. Immer noch nicht genug. Ist okay, ich lagere das trotzdem alles. Jetzt haben wir es fast zusammen. 10.181 und ich brauche noch 40 oder so. Fünfstelligen Bereich und mir fehlen 40. So. Gar nicht an deinen Arm dran. Der dreht sich immer mit. Da habe ich vorhin ein bisschen Glück gehabt, als ich ihm die Waffe abgeschlagen habe. Muss ich jetzt bemerken. Aber was soll ich denn tun, wenn er sich immer mitdreht und den Arm, den ich abschlagen will, irgendwie immer in Schutz nimmt? Doch einen anderen raussuchen. Ja, doch, ich treffe ihn schon gut. Jetzt. Au, au. Er mich auch. Achso, habe ich jetzt die Aufladung wieder geopfert. Ich komme doch jetzt eh zum Midi-Point zurück. Egal. Aber jetzt gucken wir mal. Gerade Upgrade, was die Implantate angeht und vor allen Dingen die Waffe. Upgrade. Ja. Geht auf 212 hoch. Da würde es 217 gehen. Angriffskraft bleibt auf 11. Hier Angriffskraft 16. Dieser Speer... Ach, das ist ein Speer. Oh, ich hätte beinahe einen Speer abgegrindet. Nein, ich will keinen Speer haben. Das sehe ich jetzt erst. Gut, nein. Besser. Hier bin ich auf Mark 4. Wenn ich das richtig verstehe. Implantate sind doch über ein Kopfmodul zu bekommen, oder? Oder war es Körper? So oder so, würde ich jetzt, glaube ich, echt nochmal gucken. Ich werde es noch einmal in den Kopf abschlagen. Einfach nur zum Testen und vor allen Dingen auch, um meine Aufladungen wieder aufzufüllen. Aber jetzt habe ich wenigstens ein bisschen mehr Schaden für den Kampf hier und auch für den Boss. Hat er echt ein Körpermodul? Hat er. Das will ich dann beides nochmal haben. Ich hoffe, ihr habt Geduld mit mir.
Zeug aber auch immer da mittendrin liegen muss. Au, au, au. Gut. Jetzt noch den Körper. Mal sehen, wie viel der aushält. Der rennt wenigstens, versteckt sich nicht hinter anderen Körperteilen. Das ist das Schöne an dem Kopf und dem Körper. Upgrade. Ich kriege aber auch keine, ne? Ich habe null. Mittlerweile könnte ich von dem Gaia-Set bestimmt ein paar Teile bauen. Ein paar Sets. Oh gut, das hält ein bisschen mehr aus. Aber ich merke schon das Plus an Schaden. Also allein deswegen war es das schon wert. Au. Au. Aufladung maximieren. Jawohl. Jetzt nur nicht wieder verletzen. Deswegen nur zwei Schläge. Ist aber hartnäckig. Ich bekomme keine Finishing-Sequenz. Jetzt. Kaplum. Gut. Ja, vorbereitet sein will man gut. Dann steckt man auch mal mittlerweile schon 20 Minuten in sowas. Upgrade. Ne, das... Ja, eins habe ich jetzt. Boah, ist das heftig. Davon habe ich auch zwei. Ich glaube, ich sammle noch... Ich mache noch die Beine. Dann, also mehr Verteidigung für den Boss kann auch nicht schaden. Mehr Beine und mehr Körper. Ja... Und natürlich auch mehr Tech-Scrap im Hintergrund. Auch immer ein guter Vorteil. Dann brauchen wir jetzt nochmal das Bein, genau. Aber ich werde jetzt ausnahmsweise mal. Ich mache sowas ja in letzter Zeit eher selten, weil ich quasi euch auf die komplette Reise immer mitnehmen möchte. Aber ich setze jetzt hier einfach mal einen Schnitt, werde das Farming noch fortsetzen und wenn dann mein Set komplett ist, geht's dann zum Boss. Bis gleich. So, es hat jetzt dann doch nochmal weitere 20 Minuten gedauert, weil ich nicht nur zwei Brustmodule, sondern insgesamt auch 6 Beinmodule gebraucht habe und deswegen 8-mal hin und her rennen durfte. Sagen wir 10-mal, weil 2-mal davon waren auch nochmal ein bisschen Ungeduld und Unvorsichtigkeit. Unvorsichtigkeit? Neues Wort, ich muss den Duden anrufen. Aber jetzt haben wir's. Jetzt ist alles da. Upgrades, Brustmodul, Beinmodul 1, Beinmodul 2. Jawohl, gut. Das irritiert mich nach wie vor. Das wäre nämlich schön, wenn wir nochmal eine Aufladung hätten, aber das kriegen wir auch durchaus so hin. Hopefully. Und den Rest investieren wir in Level-Ups. Level-Up. Singular. Den Rest lagern wir. Ja, da fehlt aber auch nicht mehr viel. Das wären nochmal 2 Runden. Das würde ich schon ganz gern machen, bevor ich zum Boss gehe. Ach nein, wir versuchen es jetzt. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Jetzt kommen wir erstmal wieder die schmerzhafte Lernphase. Zu gucken, was er kann. Was er so macht. Ach, die kleinen Dröhnchen hier überall, ja. Gut, los geht's. Wow.
Delver. Ich weiß noch, es sind ja offenkundig jetzt vier Phasen, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß noch, dass die erste vergleichsweise... Oh. Wow. Und da kann man ihn... Nee, stimmt, da muss ich immer aufpassen, dass er da... Da erwischt er mich mit seinen Patschehändchen. Und dann kommt er hier wieder raus. Ja, mit dem Sprung. Da war ich zu nah dran. Aber wie gesagt, mit jedem Treffer kann ich ihn ja... Wow, wow. Da treffe ich ihn nie, ne? Das ist eigentlich immer nur so eine Wegrennen-Moment. Aber auch hier so ähnlich wie bei Little Johnny, also dem ersten Boss im Hafengebiet, muss ich sagen, das sind echt, echt coole Bosse, aber sie sind viel zu tanky. Das ist alles ein viel zu großes Geduldsspiel in diesem Teil. Weil ihr seht ja, ich habe ihn verstanden, die erste Phase ist jetzt nicht so knifflig, aber es dauert halt Ewigkeiten. Und dann, wenn man scheitern sollte in Phase 2, 3, 4, wherever, dass man dann quasi sich da nochmal durchmühen muss. Also irgendwie, diese Entscheidung kann ich nicht ganz teilen, diese Designentscheidung. Aber auch gerne, ich öffne das zur Diskussion im Kommentar. Könnt ihr mir gerne sagen, was ihr davon haltet. Geile Effekte. Coole Fertigkeiten einfach. Da kann man ihn jetzt richtig eine reinwürgen. Wäre mir auch, wenn ich irgendwo festhänge, mit der Kamera Probleme bekomme. Stampede. Muss ich da blocken oder was muss ich machen? Ich verstehe es nicht. Ich hatte geblockt, aber das bringt nicht viel. Ich darf ihm da nicht eine reinwürgen. Der fällt da hin und dann hat er irgendwie so Dinger um sich herum und dann macht's Aua. Ja, aber fürs erste Mal, ne? Also die erste Phase ist verstanden, jetzt muss ich die zweite verstehen. Gerade dieses Anrennen ist blitzschnell und da hat das Ausweichen hat nicht gereicht. Da hat er mich immer getroffen. Das Blocken hat allerdings auch nicht gereicht. Da hat er mich... Oh, wow, wow. Oh. Schwierig wird. Aber ich gehe mal auf seine ungeschützten Teile. Vielleicht auch. Ist das sinnvoller. Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, ihm seine Waffen abzuschlagen.
Dann ist es auch immer, wenn er quasi in den Boden geht, verliert man ja die Markierung der Gliedmaßen. Wenn er wieder hochkommt, dann muss man erstmal wieder den richtigen Fleck erwischen. Gleichzeitig in Bewegung bleiben. Weil der Schadensoutput, das ist wie bei Little Johnny, der Schadensoutput der Bosse ist gnadenlos. Also viel Spielraum für Fehler lässt einem das Spiel nicht. Aus Dauer. Das hat er sofort gehört, ne? Gut, ich hatte das rechte Bein markiert. Klopp. Er kommt immer da hoch, wo man gerade ist. Deswegen kann ich jetzt auch eigentlich auch stehen bleiben. Aber ich muss mich dran gewöhnen, bei ihm sehr mobil zu sein. Abstand. Rechtes Bein. Jawohl. Jetzt muss ich nur an seine rechte Seite kommen. Wieder zu nah dran gewesen. Und dann Dreier-Kombo. Zack, tot. Brutal. Ah, die Rutschattacken. Die habe ich ganz vergessen, dass die so effektiv sind. Wow. Eigentlich müsste man sich auch echt immer die Mühe machen und nach dem Kampf nochmal irgendwie die Aufladungen bei normalen Gegnern maximieren. Viel zu nah dran. Und dann passiert das. Frage ist ja auch, ob man ihn parieren kann. Ich habe schon wieder komplett vergessen, wie es parieren geht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist in diesem Spiel so komisch. Probieren wir es mal. Ich mache mal kurz einfach mal einen Parierversuch. Ich meine, ich sehe ja, er macht ja immer dieselben Hiebe. Macht halt auch mal gar nichts. Sieht nicht so aus. Geh mal auf den Kopf. Kann ich auch viel Energie sammeln. Gut, das hatte ich mit den anderen blauen Körperteilen auch, aber... Blocken kann ich da am besten. Ja, ich gehe auf den Kopf. Au, au.
Wenigstens ist es nicht so eine stressige Musik. Der Kampf ist stressig genug. Und da hält sich die Musik vergleichsweise im Hintergrund. Begrüße ich tatsächlich. Oh, jetzt konnte ich durch das Staggering nochmal echt gut Energie sammeln, um meine Aufladungen zurückzuholen. Jetzt gibt es dann den Rest hier. Nee, das war jetzt ein Block. Ich hab's kommen sehen und hab geblockt, aber das ist tödlich. Hat er irgendwo ein Körperteil, das nicht so gepanzert ist? Da, den Kopf wieder. Alle anderen Körperteile viel zu stark. Ich muss dann in der zweiten Phase ganz schnell. Wahrscheinlich ist es wieder der Kopf. Das wechselt ja manchmal ein bisschen durch, aber bei dem Boss scheint es gleich zu bleiben. Dann schnell den Kopf finden. Und da... es gibt einfach weniger Momente, wo man dann einfach normal gegen ihn kämpfen kann. Diese Stampede, die so blitzschnell kommt. Also blocken ist nicht. Ausweichen hat bisher nie funktioniert. Da wiederhole ich mich auch gerne. Da muss ich auch noch eine Lösung finden. Das schadet Gott sei Dank nicht hier. Oh, erst jetzt gräbt er sich ein. Ah, verpasst. Ja, das war die Gier. Aber wir kommen jetzt immer besser durch die erste Phase hier. Mit 4 Aufladungen. Sehr gut, sehr gut. Das läuft. 4 Aufladungen, volle Leben. Ich kann auch mal mit meiner Drohne arbeiten. Au, 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 au. Kopf, ich brauch den Kopf. Da. Das ist dem Vieh herrlich egal. Das auch. Da, Stampede, keine Ahnung. Die Reichweite. Aber
Wir nähern uns an. Die Frage ist nur, kommt danach noch eine Phase? Dann bringe ich mich um. Weil es sind nur zwei Schildchen. Wir meine Drohne. Wobei, ich wechsle mal. Ich weiß, was ich mache. Ich wechsle meine Drohne zum Maschinengewehr. Oder hier, Granaten. Drohnenverbrauchsgänger. Das war das Ding hier. Wer weiß? Vielleicht mag das das ja nicht. So, aus der Entfernung immer wieder draufballern. Nadelstichtaktik. Kurz mal ein Test. Why not? Also jetzt nicht in der ersten Phase, weil da muss ich Energie sammeln. Vor allen Dingen, wenn ich so einen Mist baue wie jetzt gerade. Schlechtes Ausdauermanagement. Aber gut. Drohne approved. Die wird in der zweiten Phase, wird die mir das Vieh hoffentlich so ein kleines bisschen vom Leib halten. Oder ich kann mich vom Leib halten. Dezent passiver arbeiten und einfach mal die Drohne arbeiten lassen. Und hoffen, dass es nicht nur eine dritte oder gar vierte Phase gibt. Immer wenn er den Hack macht mit beiden Armen, dann stürmt er nach vorn. Schießt ein bisschen so seinen Kopf nach vorn. Ich weiß nicht, ob man... Au. Ja, es geht schon. Kann da, wenn man nah genug dran ist. Volle Aufladungen. Ich liebe es. Der Akku ist auch fast voll. Naja. Zwei Drittel voll. Das war gut. Wo ist der Kopf? Hat der da so Nano-Scheiß auf den Boden gelegt? Oh. Wie, muss auch mal gucken. Die, 300 Munition habe ich. Okay, also das dürfte für ein paar Versuche reichen. Die ballert schon gut runter. Das war echt nicht schlecht. Weil dann kann ich nämlich auch... Da habe ich mehr Abstand zu dem Vieh und kann im Zweifel die Stampede tatsächlich besser wegrennen wollen. Au, 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 au. Ja, au. Diesen Versuch habt ihr nicht gesehen. Nein, nein, nein. Aber es kommt wieder alles hoch von meinem letzten Durchgang damals zu Release-Zeiten, wie ich an diesem Vieh gesessen und geflucht habe. Weil an sich ist es echt ein ganz, ganz großartiger Boss. Er ist nur zu heftig in der Fehlertoleranz. Da bin ich der Meinung, da ist Deck 13 übers Ziel hinausgeschossen. Zumal das erst der zweite Boss ist. Also.
Hast jetzt aber lange auf dich warten lassen. Mit dem Au! Okay, nee, also ich, das Versuchen, da ihm Schaden zuzufügen, ist Blödsinn. Oh. Einsteigerfehler. Aber man bedenke, wie würde dieser Kampf aussehen, hätte ich jetzt nicht noch mein Rüstungsset und meine Waffe um eine Stufe hochgetrieben. Teil für Teil, Stück für Stück. Ja, wäre das noch schmerzhafter. Was ist denn los jetzt? Ausdauer, mal ein bisschen regenerieren. Das ist ein guter Moment dafür. Und jetzt einfach laufen. Da will ich jetzt nicht draufschlagen. Die Taktik habe ich geskippt. Oh, wie halt manchmal vorstürmt und dann kommt diese. Ah. Und am Arena-Rand spielt die Kamera komplett verrückt. Weil da geht sie dann irgendwie, da verschwindet meine Spielfigur. Obwohl noch so viel Platz nach hinten ist. Eine Aufladung will ich mir noch zurückholen für die nächste Phase. Ich kann halt immer nur 20 mal schießen oder 30 mal schießen, irgendwie dann ist leer. Meine Drohne taugt jetzt nichts mehr. Kopf, da. Treff's nicht. Das ist voll lustig. Es tingelt so um mich rum, lässt voll Ruhe und ich treff's nicht, weil ich den Kopf markiert habe. Oh. Nicht markieren. Vielleicht nicht markieren und unmarkiert einfach in die Richtung dreschen, weil wenn das Vieh so seitlich um mich rumgeschlichen ist, dann habe ich geschlagen, aber ich habe nicht getroffen. Und das ist total komisch, weil das sind eigentlich die Momente, in denen mir das Vieh überhaupt die Chance gibt, Schaden auszuteilen. Aber wenn dann das Markieren dafür sorgt, dass das nicht funktioniert, dann ist blöd. Thank you.
Nochmal eine Runde in Ruhe hier. Schön gewissenhaft, schön geduldig. Das ist echt so ein kalkulierter Stagger, so kurz vor Ende. Das ist echt gut. Dann weiß man, hier kann man dann nochmal Aufladungen und Akkuladung auf Vordermann bringen. Vor der Transition in die zweite Phase. Wo bist du da? Jetzt machen wir das mal unmarkiert. Da muss ich sie markieren, weil sonst sehe ich nicht, wo sie hinfliegt. Oh, da. Ja. Nur halt dann. Gut, Drohne ist leer. Au. Passt, passt, passt. Wo ist sie? Hui. Oh. Was ist jetzt? Was ist jetzt da gerade passiert? Ist dem Vieh irgendwas hinterhergeflogen, was mich jetzt in den Rücken getroffen und verletzt hat? Weil an sich lief das gut. Meine nicht markiert Taktik funktioniert. Nur jetzt gerade ist es eigentlich eine sichere. Also man darf halt nur nicht in diese ganzen Splitter laufen. Bin ich jetzt auch nicht auf dem Weg zu ihr, als sie sich jetzt gerade so hingelegt hat. Aber da hat mich irgendwas getroffen. Außerhalb meines Blickfelds. Was war das? Muss ich mir in der Aufnahme echt auch nochmal angucken, ey. Irgendwas war da unfair. Passt schon, passt schon. Ups, ich habe vergessen, dass das ja auch noch kommt. Och, du buddelst dich jetzt heute aber häufig ein. Au. Der kalkulierte Stagger? Nein, noch nicht. Doch, da fliegt irgendwas zurück zu ihr. Die schmeißt es hin und dann schießt es zurück. Und das hat mich... Das waren nur so Projektile, die dann quasi... Aua.
Ja, wenn sie so in diesem Schleichmodus ist, ich glaube, da sollte ich dann nicht so aggressiv sein. Vielleicht ein bisschen mich zurückziehen. Und nur noch auf ihre Anflüge reagieren. Jetzt, wo ich weiß, dass da immer noch was hinterhergeflogen kommt. Zu nah. Ja, unmarkiert geht es auch besser. Da kann man dann auch nochmal. Ja, ja, das ist cool. Also nicht markieren, dann geht's schneller. Und präziser. Ist ja eh nicht markiert gerade. Kann nur sein, dass man dann immer mal wieder daneben haut, aber besser als gar nichts, ne? Ich kann hier im Zweifel zwei Treffer landen. Und die Transition kann ich auch für mich nutzen. Wow, okay. Hab gelernt. Ja, jetzt habe ich es gesehen. Lass mich in Ruhe. So, in Ruhe. Jetzt hier, bleib weg. Fang an. Ah, Stampede. Da kann ich ja mal kurz ein bisschen dran. Jawohl, sehr schön, mach das. Ja. Komm schon. Das sind manche Moves, die sind... Hä? Was passiert da? Ich bin ausgewichen und trotzdem... Passt, passt, passt. Oh. Komm schon. Dritte Phase, nicht im Ernst. Kopf, Körper, alles super gepanzert, super. Der ganze Boden bebt. Kann ich da hin? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber das ist jetzt nur eine ganz langsame dritte Phase. Also da kann man ja echt gut ihn machen lassen. Da, wenn er es hier macht. Au, okay. Da muss ich dann wirklich gut ausweichen. Und danach erst hin. Das schränkt halt nur die Arena ein, indem er hier überall diese Nano-Explosionen auf dem Boden... Geht, 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 geht. Wenn jetzt nicht noch irgendwelche Überraschungen aus dem Hut zaubert. Aber dann sind die Schilde rechts oben. Zeigt an, wie viele geschützte Körperteile er hat und nicht wie viele Phasen es sind. Gut. Dann hoffe ich, dass das die letzte ist. Au, au. Einfach auf Abstand halten. Lass ihn anschlittern. Und schön auf der Bob bis.
Abstand. Ihr seht gerade, was in mir zerstören. Kaputt gehen. Das war ein Hauch zu wenig Abstand. Ein Meter. Habt ihr gesehen, es war direkt auf mir hat quasi diese Nano-Explosion im Boden hat aufgehört. Wäre ich nur ein Stück weiter hinten gewesen oder seitlich, dann easy. Müssen wir uns wieder nur durch die zweite Phase durchleiden. Das ist die heftige in diesem Kampf. Mit Abstand. Weil die letzte ist ja echt nur noch so ein... Keine Ausdauer gehabt deswegen. Gerade kein gutes Ausdauermanagement. Oh, und ich sehe dauernd diese Attacke nicht kommen. Ah, zu früh. Zu früh umgedreht. Oh. Ah. So. Stampede. Oh. Da erwischt er einen immer noch mit dem Schwanz hinten dran. Muss ich mehr zur Seite weg. Aber es geht. Ich komme jetzt langsam echt gut klar mit der. So, genau. Ah. Verdammt. Ich habe keine Leben mehr. Also nach so einer Stampede nicht hin. Da öffne ich zu sehr meine Deckung. Ich muss abwarten. Das war jetzt ein Versuch, da im Grunde Openings zu finden, um Schaden zu verursachen. Aber nicht so klug, das nach so einem Anrennen zu machen. Da bin ich zu sehr damit beschäftigt, erstmal auch ihrem Swipe von ihrem Schwanz noch weit genug weg zu sein. Und dann so lange, dann brauche ich zu viel Zeit, um hinzukommen. Abstand unterschätzt. Ja, das soll es auch mal wieder geben. Der nächste Versuch. Ich habe schon aufgehört zu zählen. So.
Aufladung hier holen. Oh. Ja, mal zwei Treffer, jawohl, so lobe ich mir das. Eine Unachtsamkeit und schon. Da habe ich dir jetzt auch was mitgegeben, ha? Au. Bleib weg. Ich warte, bis sie wieder anfängt zu fliegen. Das lief super. 4 Aufladungen, volle Leben. Keine Munition mehr. Oh! Kamera nicht gesehen. Macht nichts. Fang doch bitte an, wieder zu fliegen oder irgendwas zu machen. Muss man näher ran vielleicht. Nee, wenn sie nach hinten geht. Oh! Kaum gehe ich in die Nähe. Nee, das hat, also das wirklich. Oha. Okay, das. Alle Versuche wieder hinüber. Und wieder weg. Und zur Seite? Ja, zur Not immer zur Seite. Weil das schießt auch bisweilen den kompletten Raum entlang. Ja, das ist... Ich weiß nicht, ob ich da drauf laufen darf oder nicht. Es sieht halt echt gefährlich aus. Das ist so, wie er sich mit den Hinterfüßen den Raum entlang schiebt. Das ist schon cool gemacht. Okay. Ja, das ist also einfach, wenn er springt, dann kommt die Explosion aus dem Boden heraus. Das ist das Einzige, auf das ich achten muss. Das habe ich vorhin. Wenn ich zu nah dran bin, dann macht er halt auch noch Nahkampfangriffe. Und ansonsten wechselt er das hier ab. Reißt den Boden auf und jetzt kommt er angerutscht. Geduldsspiel. Ich will auch jetzt gar nicht überprüfen, ob das wirklich bis zum Raumrand geht oder nicht. Und so oft, ja, also wenn ich in diesen Dingern drin stehen bleibe, dann füllt es diesen Nanoschaden aus. Auf. Das
war vorhin echt ein One-Shot, glaube ich. We are getting to it, guys. Das ist halt echt nach dem Draufdreschen und Wegrennen noch genug Ausdauer haben, um im Zweifel dann hier dieses Erdbeben noch vermeiden zu können. Na also. Ein Stab. Werde ich nie verwenden. Gut. Lang genug hat... Oh. Alle guten Dinge sind drei. Na also, du musst mir gehorchen. Befreie meinen Krieger aus dem Gefängnis. Geh. Lass die Mauern werfen und mach den Weg frei. Ich werde versuchen, dich so lange wie möglich unter Kontrolle zu halten. Hat ja gut geklappt. Yes. Noch eine Waffe, Reaper's Testament. Zweihändig, sowas habe ich ja immer gern. Das ist auch nur Mark 3. Kann also ganz spannend sein, weil das ist hier schon Mark 5. Alles klar. Implantate. Blinkt irgendeins neu? Hm. Log. Da haben wir auf jeden Fall jetzt dann... wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, das Hirn abzugeben tatsächlich. Ich hoffe, dass das eine das andere nicht ausschließt. Das wäre nämlich echt ein bisschen blöd. weil da haben ja einige Leute Interesse angemeldet an diesem Teil. Und so, die Rüstungssets sind vollständig, alles klar. Dann werden wir in der nächsten Episode die ganzen Quests abgeben. Wir werden gut investieren in Level-Ups. 22.000 Tech-Scrap haben wir bekommen. Und dann geht's weiter in das nächste Gebiet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Ich würde mich so über einen Daumen von euch freuen, wenn es euch gefallen hat. Nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Hier geht's in Kürze weiter. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und macht's gut.